Nun denken Sie an ein Schulhaus, ein Spital, ein Gewerbehaus. Was haben diese Objekte gemeinsam? Sie brauchen eine Zutrittskontrolle. Und genau für solche kleinere und mittlere Gebäude ist Exivo gebaut. Und das Entscheidende bei Exivo ist, dass die Komplexität in der Cloud gehandhabt wird, von der Planung bis zum Management der Anlage und damit es für den Kunden sehr einfach wird. Ganz zu Beginn vom Projekt war es für uns ganz wichtig, mit Sylke einen Partner zu haben, der Erfahrung in komplexen Softwareprojekten hatte. Also ein Projekt richtig zu strukturieren und auch in die Wege zu leiten, das war die erste Stufe der Zusammenarbeit. Dann im Laufe des Projektes kamen verschiedene Experten dazu, Softwarearchitekten, Usability-Designer, auch Programmierer, die uns überhaupt ermöglicht haben, diesen großen Berg an Arbeit zu bewältigen. Dieses Projekt ist höchst innovativ und so konnten wir die Dorma Kaba unterstützen im Bereich Innovationsworkshops, Storytelling, Prozessanalyse, die Entwicklung bis zur Inbetriebnahme. Sylke hat Dienstleistungen rund um das Thema Internet of Things erbracht, angefangen vom Kundenerlebnis über die Prozesse, die Realisierung und die Inbetriebnahme dieser Lösung. Wir hatten von Beginn mit Sylke einen sehr offenen Dialog, auch was Risiken anbelangt. So war es zum Beispiel sehr hilfreich für uns, mit Nicolas Durville einen Partner in unserem Steering Committee, Projekt Steering Committee zu haben, wo wir diesen Themen auch offensiv begegnen konnten. Das größte Highlight für mich persönlich war die Zusammenarbeit zwischen Dorma Kaba und Sylke. Gemeinsam haben wir auf ein Ziel hingearbeitet und innerhalb der Zeit eine innovative neue Lösung auf den Markt gebracht. Nun, wir haben mit Exivo ja ein neues Kapitel der Zutrittskontrolle aufgeschlagen. Wir stehen am Anfang der Markteinführung, die läuft zurzeit voll an. Und das Kundeninteresse ist riesig, so können wir wahrscheinlich von einem Erfolg sprechen. Insbesondere ist es uns gelungen, in der Zusammenarbeit mit Sylke ein sehr effizientes Team auf die Beine zu stellen, um auch die Ziele zeit- und kostengerecht zu erreichen. Und die weiteren Schritte, die werden wir bestimmt wieder gemeinsam mit Sylke angehen.